Blick in die Welt von morgen. Brillen mit winzigen Computern, Autos ohne Fahrer und digitale Karten, produziert vom Technologiegiganten Google, navigieren uns durch die Welt und erschließen neue Horizonte. Sicherlich eines der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte der Menschheit. Als erfolgreichste Suchmaschine der Welt sortiert uns Google alle Informationen des Internets. Wir arbeiten jeden Tag daran, Ideen zu finden, die die Suchmaschinen noch besser machen. Google manipuliert die Suchergebnisse im eigenen Interesse. Wie neutral sortiert der Konzern seine Suchergebnisse wirklich? Und wie viele persönliche Daten sammelt er, ohne dass wir Nutzer das wissen? Es gibt ja schon eine ganze Menge über dich preis. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich erschreckend. Googles Suchmaschine beherrscht nicht nur das deutsche Internet und dringt in immer mehr Lebensbereiche ein. Ist Google zu einer unkontrollierbaren Macht geworden? Google besitzt eine Form von Macht, wie sie noch nicht mal extremste Formen von Staatsmacht je hatten. Aus der Suchmaschinenfirma Google ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt geworden. Und Google will weiterhin wachsen. Frederik Pferd soll deshalb den kreativen Geist des Silicon Valley auch in der Riesenfirma wachhalten, um mit immer neuen Produkten möglichen Konkurrenten keine Chance zu geben. In einer nachgebauten Gründergarage unterstützt er die Entwicklungsteams bei ihren Zukunftsvisionen. Es geht Google darum, immer mehr Lebensbereiche zu umfassen. Ein Wettrüsten für die Welt von morgen. Viele unserer Projekte scheinen losgekoppelt von der Suchmaschine zu sein, im ersten Blick. Aber wenn man sich unsere Mission anguckt und unser Ziel, dass wir die Informationen der Welt organisieren und jedem zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar machen wollen, dann sieht man schon wieder, dass viele Projekte doch wieder unter dieses Ziel auch fallen. Der Internet-Experte und Netzaktivist Markus Beckedahl kennt die Tricks der Internetfirmen und betreibt mit Vorträgen, Seminaren und Blogs Aufklärung im scheinbar aufgeklärten digitalen Zeitalter. Er weiß, wer sich für Google-Dienste anmeldet, liest sich die Nutzungsbedingungen meistens nicht durch, bevor er ihnen zustimmt. Und Googles Dashboard zeige auch nicht alle Daten, die gesammelt werden. Was wir dort aber nicht sehen, was viel relevanter ist, ist das, wie wir uns im Netz bewegen. Also auf welchen Seiten waren wir zu welchem Zeitpunkt, wo haben wir draufgeklickt, wo waren wir danach, was haben wir möglicherweise gekauft. Diese Informationen, ja, die werden irgendwo gespeichert, wir sehen es nicht. Nun, jeder kann und muss selber für sich entscheiden, welche Angebote er von einem Anbieter nutzt und welche er vielleicht bei einem anderen Anwender nutzt. Da ist der Nutzer total frei in seiner Entscheidung und das finden wir auch wir natürlich nur begrüßenswert. Sind wir selbst schuld, wenn wir Googles Dienste nutzen? Wie sicher sind unsere Daten überhaupt bei Google? Seit den Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstlers Edward Snowden wissen wir, dass die Datenleitungen der großen US-Internetfirmen von westlichen Geheimdiensten angezapft wurden. Auch wenn das beendet worden sein soll, es gibt weitere Möglichkeiten.